Ich hab gesehen, Laurin, wie du ihn Apex Engine getötet hast. Oh, siehst du, siehst du? Junge, was? Kennst du es nicht? Okay, wir werden nur 1000 Euro, dass ich es nicht bin. Jay. So Leute, wir sind heute mal als Jailer unterwegs. Wir haben einen neuen Raum hier auf der Map, wie wir sehen können. Und wir haben heute mal alle einen Polizeiskin. Denn wir haben hier dieses Gefängnis auf der Map. Also ihr seht schon, Jail. Und ich bin der Jailer. Das heißt, ich bin der Typ, der alle in den Knast stecken kann. Und ja, wir haben hier zwei neue Fähigkeiten. Einmal verhaften und einmal befreien. Und wenn ihr wollt, Leute, dann könnt ihr jetzt gerne mal den Like- und Abo-Button drücken. Sonst schmeiß ich euch auch alle hier in den Knast rein. Und ja, wenn man im Knast ist, dann ist man quasi tot und kann hier immer noch über die Cams trotzdem noch Spieler beobachten. Das ist hier vorne, also hier. Alter, was? Wenn man beim Meeting rausgeschmissen wird, ist man nicht tot, sondern man landet nur im Gefängnis. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die sagen. Wir haben einen Imposter eingestellt. Was? Levi in der dunkle Farbe ist rausgekommen in der Öffnung bei der Leiche. Also kann es Faro sein, Kerbo sein, Danny sein, Foxy sein? Ich war gerade auf der ganzen rechten Seite unterwegs. Ich war am Jail, ich stand da. Ich hab mir ein bisschen die Zelle angeschaut. Also ich war zwar noch nicht drin, aber... Ah ja, willst du da rein oder wie? Okay, Jungs, fett vor dir rein. Nein, ich nicht. Eine dunkle Farbe, sagst du, Danny? Jo. Wo war Faro? Kann es einer bezeugen, dass Faro irgendwo rechts war auf der Map, oder? Nee. Er ist bei Dings bei Weapons vorbeigelaufen, am Download da oben. Also, er war erst am Download, was das war. Mhm. Und dann bin ich nach Dings gelaufen, nach Navigation. Okay. Also, ich hab Faro auf jeden Fall Navigation gesehen. Ich war mit Kerbo. Ich würde sagen, skippen. Also ist ja eh nur ein Imposter hier am Werken. Das heißt, selbst wenn er hier aktiv wird, dann, ja, ne, wisst ihr Bescheid. Okay, Leute, also ich habe die Vermutung, dass es wirklich vielleicht Foxy sein könnte, wenn Danny sagt, dass eine dunkle Person gesichtet wurde. Foxy würde also hinkommen. Ich versuche jetzt mal, Foxy in den Knast zu stecken. Wenn das stimmen sollte, dass Foxy es ist, dann ist das Spiel zu Ende, weil Foxy ja quasi in den Knast gesteckt wurde. Schauen wir uns mal ganz kurz an, ob es vielleicht Foxy ist. Also, ich werde jetzt Foxy in den Knast stecken und ihr seht, da ist eine blaue Kontur um Foxy herum. Deswegen schauen wir mal ganz kurz nach, ob es vielleicht Foxy ist. So, Foxy wird arrested. Ja, es war die richtige Person. Ich weiß. Ich habe Foxy einfach in den Knast gesteckt, Spiel sofort zu Ende. Ja, moin. Okay, Leute, zweite Runde als Jailer. Wenn ich übrigens beim Meeting rausgeschmissen werde, dann lande ich auch im Jail und die Jailer-Rolle bekommt irgendein anderer. Ich werde jetzt einfach mal Beats in das Gefängnis reinschmeißen. Einfach aus Prinzip habe ich Beats jetzt hier ins Gefängnis reingeschmissen, ihr seht es. Ich könnte ihn auch befreien, aber ganz ehrlich, nee, kein Bock. Ich mache erstmal hier meine Aufgaben. Beats gilt jetzt quasi als tot. Ich hatte einfach Bock, Beats zu verhaften, deswegen musste das sein. Oh, Danny steht da auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, gewinnen kann man logischerweise, indem man den Imposter in den Knast steckt. Oder man kann gewinnen, indem man alle Aufgaben fertig macht. Also es gibt quasi zwei Optionen, um hier heute zu gewinnen. Also ich finde die Rolle lustig, ne? Wenn ich sterbe, ist es quasi so, dass keiner die neue Jailer-Rolle bekommt. Nur wenn ich selbst ins Gefängnis reingesteckt werde. Aber Beats kann es ja schon mal nicht sein, weil ich ihn ja in den Knast gesteckt habe. Und ich kann auch, glaube ich, soweit ich weiß, nur eine einzige Person in den Knast reinstecken. Das heißt, jetzt, wo ich Beats schon in den Knast reingesteckt habe, können wir nur noch Leute in den Knast reinpacken, wenn wir ihn beim Meeting raushauen. Lol, ich merke gerade, ich habe einfach die Admin-Aufgabe hier vergessen. So. Soll ich Beats befreien? Ach komm, ich befreie, glaube ich, den Beats, ne? Ich befreie einfach mal den Beats, würde ich sagen. Und ja, dann hole ich ihn raus. So, also ihr seht, ich kann jetzt hier zu Beats gehen und ich befreie ihn. Beats ist unschuldig. Beats ist unschuldig. Beats kann ich dementsprechend auch, ja, proven. Lol, hier ist aber eine Leiche. Das ist komisch. Upper Engine. Ja, also die Leiche war bei Upper Engine. Darf ich als Gefängnisinsasse reden? Nein. Ja, du bist ja befreit worden. Ach, habe ich ja nicht gesehen. Hä, hast du nicht gesehen? Ne, weil ich die ganze Zeit an der Kamera war. Und deswegen kann ich euch auch sagen, wer der Imposter ist. Ja. Ah, okay, halt dich einfach mal zurück, damit wir es noch ein bisschen spannend machen. Aber krass, dass du es schon weißt. Wenn es spannend wird, dann kannst du deinen Tipp abgeben. Nee, ja, wir machen. Wir wollen spannend machen. Okay. Laurin, war es Zufall, dass du genau da in der Sekunde gemacht hast, als ich angekommen bin, oder? Ja. Okay. Ich war doch in Navigation, hab da einen Task gemacht, nämlich gerade rüber. Ne? Also hat keiner was gesehen von euch. Also die Leiche war, wie gesagt, Upper Engine, ne? Ich habe keinen gesehen.
gesehen, Beats war ja im Knast. Das habe ich gesehen. Man munkelt, dass er befreit wurde. Ja, ich weiß, ich kann es nicht sagen, weil ich die ganze Zeit am Computer war. Kommt, Leute, wir machen Folgendes. Schickt mich mal in den Jail, damit ich mal zeigen kann, wie das da drin aussieht. Und dann macht ein Meeting. Dann kann Beat sagen, was Sache ist. Na gut, dass ihr mir mal alle vertraut, ausnahmsweise. Ja, weil du schon im Jail warst. Und wenn du Imposter wärst, dann wäre das Spiel schon zu Ende. Ja, immer ja, so am Rande. Alles gut, aber trotzdem, fühlt sich das mal gut an. Ah ja, okay. Sonst werde ich ja immer gehasst. So, ihr seht, jetzt wurde ich rausgevotet. Das heißt, ja, ich bin jetzt hier im Jail unterwegs. So sieht die Gefängniszelle aus. Mega lustig. Und ich kann hier auch theoretisch auf die Cams zugreifen. Und die Cams sind so organisiert, dass die Spieler quasi immer durchgewechselt werden. Also wir sehen nicht feste Räume, sondern wir sehen immer nur, wie die Cam durchswitcht zwischen Spielern. Und genau, jetzt bin ich mal gespannt, was Beats raushaut. Ja, Fett, Beats? Ich hoffe, du warst ready. Ich hatte nämlich Angst, dass der Imposter mich tötet und ich danach nichts sagen darf. Ah, stimmt, stimmt. Ja, okay, gut. Wer ist es denn? Ich will meinen Tipp abgeben. Ja. Ich würde sagen, es ist Laurin. Same. So, ja. Soll aber jeder Tipp abgeben. Ja, jeder sagt einen Tipp. Ihr seid alle asozial, wirklich. Was? Ja, okay, wer ist es denn dann? Wer ist denn? Ich sag Paulus. Ich kann das nicht mal sein. Warum kannst du es nicht sein? Ich sag auch Laurin. Weil der kriegt Upper Engine Down dich auf der rechten Seite. Ja, aber du hast gesagt, kannst dich mal entscheiden zu mir. Das kam mir irgendwie so ein bisschen aggressiv vor, weißt du? Ich denke auch, ist weil du sagst ja, sagst nein, sagst nicht ja, sag ja, nein. Ja, okay, aber trotzdem nur. Die ganze Diskutiererei bringt gar nichts, weil. Diskussion, by the way, ja. Ich hab gesehen, Laurin, wie du ihn in der Upper Engine getötet hast. Oh, siehst du? Junge, was? Ja, wir, Ich schwör auf alles, der labert. Warum sollte man Beats nicht vertrauen? Der will doch nur, dass ich ausgebucht habe. Junge, Beats hat ich Camps. Bin es nicht. Okay, wir werden nur 1000 Euro, dass ich es nicht bin. Okay, es war nur Spaß. Ich wollte nur, dass er sich aufregt. Was, ey? Was bist du denn für ein 31er? Alter, ich Beats! Ich weiß wirklich, wer es ist. Schickt mal Beats auch in den Jail rein. Das ist ja voll asozial. Schickt ihn rein. Jail. Freund Laurin. Ey, jetzt bin ich gespannt. Also ihr seht, so sieht auf jeden Fall die Gefängniszelle aus und Alter, das Beat jetzt so reintrollt, das ist wirklich krass. Also, ja, es ist wirklich krass. Ich meine, so viel hat man gar nicht hier zur Auswahl im Jail, ne? LOL! Beats wurde auch gejailt, jetzt können die wirklich, Alter. Ich war's doch nicht, Leute. Ich weiß nicht. Lasst mich hier raus. Lasst mich hier raus. Hilfe! Man kann hier auch rumbetteln. LOL! Okay, Deox ist auf jeden Fall der Jailer. Alles andere macht keinen Sinn. Kann ich die Sabotage stoppen? Nee, kann ich nicht. Ja. Also wenn die Runde jetzt zu Ende ist. Alter Schwede. Oh, okay. So, jetzt machen wir nochmal ein Meeting. Ich wurde da jetzt befreit. Das heißt, ich darf jetzt theoretisch wieder reden. Beats darf nicht reden, weil er ist ja tot. Ich habe gerade nur geredet, weil ich eigentlich dachte, okay, Beats macht jetzt hier keinen Müll. Deox war der Jailer, genau. Deox war der Jailer. Alter, was eine Assi-Nummer. Beats darf jetzt übrigens nicht reden. Also die Leute, die im Jail sind, die haben hier auch so Handschellen, wie man sehen kann. Genau, damit man unterscheiden kann, wer wirklich gestorben ist und wer gejailt wurde. Also wir können festhalten, Laurin ist es nicht. Beats ist es auch nicht. Ich bin es nicht. Kerbo kann es nicht sein. Deox ist aktuell der Jailer, genau, habe ich auch gesehen. Der hat mich nämlich befreit. Also Beats hat sich... Also maximal los, was Beats da gemacht hat. Der trollt da richtig rein. Einfach Assi. Hat jemand eine Vermutung, wer es ist? Ja, Faro, safe. Also, nein. Ich weiß auf jeden Fall, Freddy kann es nicht sein, weil der ist gerade mit mir hier, O2 fixen. Mhm. Dann kann es nur Foxfire oder Dannyline sein. Schon wieder Foxy, dreimal hintereinander oder was? Always Imposter Mod, ich wusste es. Ja, kein Plan, also. Also, ich bin's nicht. Als ob du sagen würdest, ja, ich bin's. Ja, kein Plan, ich würde sagen, wir schicken auf jeden Fall einen in Jail, weil da kann man die Leute ja immer noch befreien, theoretisch, ne? Ja, und wen? Ja, weiß ich nicht. Das ist die Frage, ne? Ja, aber wir warten noch einmal. Ja, aber warum sollen wir warten? Also ja. Ich war eben Electrical und dann bin ich auch Admin gekommen. Das kommt ein bisschen spät, jetzt nach 10 Minuten. Ja, das Problem ist, Beats hat ja vorhin irgendwas gesehen. Keine Ahnung, wer es ist. Oh, der... Ja, wen wolltet ihr jetzt? Komm, Foxy rein. Ja, Foxy, komm, Foxy. Rein, <Nein, lieber Sir. lacht> Ab in den Knast mit Foxy. Oh Gott, ob das Foxy wirklich sein wird, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Leute, wirklich keine Ahnung. Ist es Foxy und... Nein, es ist nicht Foxy, aber ihr seht auf jeden Fall, jetzt sind hier die Leute alle im Knast drin. Hilf mir! Okay, Deox kann jetzt wieder eine Person, soweit ich weiß, rausholen. Oder ich weiß gar nicht, ob Deox noch Leute rausholen kann. Deox, kannst du gerade noch Leute befreien, indem du mit dem Mauszeiger über die Person gehst? Laurin hast du befreit. Ja, ich hab Laurin rausgeholt. Warum hast du nicht Beats rausgeholt? Ja, okay, gut, ist ja auch egal. Ja, ich kann kein Meeting mehr machen. Oh Gott, mit Beats hätten wir jetzt den finalen Beweis gehabt, aber... Gut, so ist es halt. Ich kann jetzt auch kein Emergency-Meeting mehr machen. Aber ihr seht auf jeden Fall, einige haben sich da auf jeden Fall im Jail versammelt.
Und jetzt ist halt die Frage, wir müssen irgendwas Auffälliges finden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mache hier ganz schnell die Lights fixen. So, Lights sind gefixt. Ich versuche auch meine Aufgaben natürlich nach wie vor fertig zu bekommen. Ich hoffe einfach, dass ich nur nicht sterbe. Das wäre nämlich wirklich doof. Mann. Hä, Beast ist auch befreit worden? Natürlich. Ah, okay. Warum hast du Beast nicht sofort befreit denn, Diox? Klar, ne, die laufen alle rum, irgendwann nur noch Zufall eigentlich. Okay. Ja, warte, ich möchte trotzdem nochmal jetzt meinen nächsten Tipp abgeben. Ich sage, schwierig irgendwie. Keiner hat sich so großartig gesasst, finde ich. Diox, kann's doch gar nicht sein. Der hat doch die Leute befreit, du Bot. Also ich sag, es ist entweder Faro oder Danny. Oder Frieda, das sind die einzigen, die übrig bleiben. Ja, moin. Ja, okay, dann Beats, löst mal auf. Ich interessiere mich gerade dafür. Also. Ich hab und jetzt troll ich wieder rein, Alter. Dann ist es Pharos. Ja, wir wussten es alle. Pharos, das. Also der Ding jetzt kann eigentlich nicht gewinnen, das ist eigentlich logisch, oder? Das ist fast unmöglich. Außer man hat zwei Imposter, ne? Ja, deswegen. Lord, ich dachte gerade einen Moment, was uns wieder für Apple, ne? Nein, hab ich nicht. Ja. Es ist sauschwer. Ich sag's euch, es ist sauschwer. Das ist auch sauschwer. Ich hab Menschen getötet, da ist normalerweise keine Cam, aber meine Cam war genau auf ihn gerichtet. Die Live, das ist ja eine Livecam, ne? Also, Pharos, das ist eine Livecam, die mitgeht mit den Personen. Die switcht immer zwischen Personen herum. Ist viel zu OP. So, Leute, das wär's gewesen mit dieser coolen Gefängnismod. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und, ja, wie gesagt, ich sperre euch ein, wenn ihr nicht abonniert oder liked. Haut rein, Leute, und ciao.